Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän bei World of Warship. Ich habe mir vorhin gerade mir die paar zwei Forschungspunkte Schiffe geholt. Einmal die Ohio und einmal die Vampire. Gibraltar wird erstmal wahrscheinlich noch warten. Ich habe noch ein paar Schiffe, noch, was ich noch, noch hochspiele. Da kriege ich dann auch noch wieder Punkte. Und naja, die Vampire ist am Forschungsbogen, ist am Bundenstadtschiff. Was gefühlt erstmal hier, wo hier gelandet ist und gefühlt immer noch nichts hier ist. Bodenstand ist schon seit Ewigkeit ins Spiel integriert. Und es ist immer noch kein Forschungszweig drin. Also, ich bin gespannt, wir haben Spanier drin und sonst irgendwas. Also, ich habe keine Ahnung, was hier was reinkommt. Wir haben hauptsächlich da nur Premium-Schiffe. Das ist alles. Yay. Aber naja. Wir holen jetzt mal einen Bodenstand-Kapitän. Natürlich. Es gibt keinen Elite-Kapitän. Der einzige höchste Kapitän ist der auf meiner Haida. Das ist der einzige Kapitän, was ich auf Stufe 10 habe. Zack. Und der ist auch das einzige, was wirklich auf die geskillt ist. So. Vampire 2. Also die Vampire 2 ist eine Darin. Ohne Höhe ist ein Werfer weniger, aber zusätzlich relativ gute Gunpower. Wir haben hier Feuerrate von 2,5. Ist extrem gut. Das kann man sich echt nicht, kann man eher nicht sagen. Und dazu noch, wir haben noch den Hydro noch dabei. Für 5,2. Das ist sehr gute Hydro. 5,2, das habe ich gar nicht. Ich könnte mir ein Modul kaufen für das Schiff. Ab und Waffenkammer. Nee, warte mal. Schiffe. Anpassung. Verbesserung. Kann mir Rabattcode dafür holen. Yay. Geld sehe ich kaufen. So, das ist echt schon geil. Dann geht der Hydro dann. Nicht schlecht. So, hier würde ich zusätzlich das Hydro einbauen. Oder wo haben wir auch, aber Hydro ist viel geiler. So, weißt du, die Torpedos so ulala sind, natürlich bauen wir hier 10 Minuten Motivation ein. Das Ruderstädter würde ich eh allgemein einbauen. Teilung genauso. So. Hier wird hier die Reload angezeigt. Mal gucken. Wir haben hier Reload 2,5 Sekunden. 90 mm Deckdurchschlagkraft. Ach du Scheiße. So. Lohnt sich das einzubauen? Ich spare nur 3 Sekunden. Wow. Wir haben eine Reichweite von. Okay, ich klatsche mal die Reichweite rein. Also die 2,5 Sekunden ist auch gut. Ich habe Reichweite einbaut auf 15 Kilometer. Ist nett und schön. Ich könnte alternativ die Torpedos noch erweitern. Aber ich finde, das reicht völlig aus. So, machen wir ein bisschen Sachen rein. Ne, machen wir erstmal die Sachen rein. Das sind nur Schiffe, was man. Ach genau, ich habe vergessen noch die. Das. Hydro-Flagge, Geschwindigkeit, das hätte ich gerne. Hydro dabei, Nebel dabei. Wie ist die Luftabwehr überhaupt? Was haben wir überhaupt? Oh, Luftabwehr ist nicht kacke, dann machen wir Luftabwehr noch rein. So. Äußeres, machen wir noch die schöne Flagge noch drauf. Kükenflagge. Ja, was können wir noch nehmen? Nativ. So wie die Flaggen hier. Nur dann nehmen wir noch die Flaggen mit. So. Alles eingebaut, alles drinne. Zack. Jetzt bist du da. Welche Schiffe willst du spielen? Boah, Sau. Willst du richtig sautastisch. Dümmtisch. Also so ein Dauerwitz irgendwie. Zwei DDs nur. Oh, Nostra Schieben. Ich habe gar nicht geguckt, was für ein Timet ich habe. Ziffer dabei? Bläh, Ziffer dabei. Ach Gott. Sechs Kilometer Timet. Alter. Das ist eine Hausnummer.
Aber wir haben nur den Einzelwerferabwurf noch. Cool. Battleship Warspite. I'm going. Alter. Geht ja auf Beschleunigung. What the fuck? Das ist aber richtig schnell. So, mal, was haben wir denn hier? Ich glaube, das sind. Genau, das musste, glaube ich, die Petro sein. Cool. Radarschiffe dabei. Yay. Ich habe Gefühl, der Gegner hat mehr Radarschiffe wie wir. Was haben wir dabei? Kreuzermäßig. Wow, zwei Radarschiffe. Cool. Die haben mehr Radarschiffe im Petto wie wir. Mal gucken. Das ist Chimie, hammergeile Timewert. Auf die Russen ist es echt gut. Scheiße. Ich hab fast die Flak an. Hupsala. Oh no. Ja, das Problem bei neuen Schiffen, da hast du immer die Flak einmal an. So, immer automatisch. So, die Flak ist wieder aus. Ja, die ist gefühlt irgendwie Dauer an immer. Ich kann nicht ins Ziel rein. Nö, aber das ist eine Schicki. Also der hätte wahrscheinlich mich eh gespottet. Also ich glaube, das hat ja nur AP-Bomben dabei. Zwölf Kilometer Torpedo-Reichweite habe ich mit diesem Schiff. Alter Schwede. Alter, das ist ja Hammer. 12 Kilometer ist übel schnell. Wie schnell sind die denn? 16 Knoten. Doch nicht das Wahre. Was passiert denn bei A? Ich sehe möglicherweise ein Living Train. Ah, okay, Radar ist aktiv. Admiral, kore wo watashi ni? Die Insel hier hingeklatscht. Oh. Ja. Das werden mir fast jetzt auch passen. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche Radar das Schiff drinne ist. Die Pedro schon mal nicht. Ja. Wurde mir kein mit Duna. Jetzt bin ich unsichtbar. Und wieder getroffen. Und wieder getroffen. Nochmal. Alter, das wird ein bisschen lang, gerade ein bisschen lächerlich. Aber wirklich, der hat mich schon dreimal blind getroffen. Dreimal. Also das ist ein bisschen zu offensichtlich. Oh, schon zu viel. Ja, aber dreimal blind. Also das ist ein bisschen too much. Naja, war klar, Nios Nostoshimi ist hier gewesen. Für keinen hat er genebelt. Ach, wie geil. Enemy ship is inside. Kann den auch offen halten, verschieben. Na, ich schieße auch schon auf ihn. Ich selber kann aktuell was nicht schießen. Jo. Hat gebeatscht. Ich fahr trotzdem mal nicht hin. Bis beinahe. Bin draufgegangen, Brudi. Ja, weil unsere alle Schlachtschiffe wieder hinter der Insel wieder gammeln müssen. Das ist das Schlimmste wieder. Also das Problem war, der Typ hat mich ein paar Mal zu oft blind getroffen. Also das fand ich schon ein bisschen weird schon. Also Glück kann man nicht haben. Was schmeißen ja jetzt noch Torabs hier? Also ich glaube hier wäre bei den Schiffen so ein hier auch noch sehr praktisch. Also muss höchstens noch ein Kreuzer hier oben noch sein.
Okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich komme irgendwie fast auf Bisbane. Ja, kann wohl möglich sein. Also das war für meinen Geschmack zu gut und so hat er teilweise zu gut getroffen immer. Und das ist nur das blind, dreimal blind hintereinander. Ich fand doch einfach bei B rein, ne? Nee, ich glaube, ich bin weggefahren. Alter, was so unten von Knollen ist. Der Radarschiff muss da in der Mitte weg. Jetzt stehen die Leute wie die Fliegen jetzt. Jetzt so gut. So. Ah, ey, hintereinander. Great. So, und der nächste. Ja, und der scheiß Radar ist wieder an. Oh, Alter. Ja, gut, da ist ein guter Stand da. Der hat genau perfekt den scheiß Radar gezündet. Zum Glück haben die so kurz noch da. Also der Schnellblinker ist echt sehr praktisch jetzt. Wenn der Schiff mal treffen würde. Edmaro, skoshi otsukare desu ka? No. Und der nächste tot. Alter. Wir haben hier oben richtig dominiert eigentlich. Kann das Schiff nicht mal brennen? So gefühlt brennt er gerade gar nicht. What's this? Also ich fahre gerade hier Verteidigungsbänder und Kanone gerade ein bisschen. Also die Abfangchancen sind gerade ein bisschen lau. Yeah, jetzt hab ich erstmal abgefackelt. Und hat gelöscht, nice. Enemy ship is inside. Ich kann echt nur ballern. Das ist eins, was ich irgendwie machen kann. Und verloren. Alter, was haben die bitte gemacht in der Mitte? Und wieder abgefahren. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das war eine komplette Abschlagrunde auf höchstem Niveau. Alter. Das ist echt ein Schlag voll ins Gesicht. Also wirklich, Richthofen. Okay, kann nichts dafür. Alter. Nee, schon gut. Der kann eigentlich auch ganz schön gut sein, der Zerstörer. Der kann gut sein. Der hat Torpedo-Video-Booster. Also der muss wirklich ein Loch gewesen sein. So. Ja, das war die Brisbane. Hat mich dreimal blind getroffen. Alles klar, den tue ich melden. Also das war ein bisschen too much von ihm. Melden. Also ganz ehrlich... Einmal blind treffen finde ich okay, aber dreimal hintereinander, das war ein bisschen echt zu viel des Guten. Muss man vorstellen, ich hab nur eine Marke, muss man vorstellen, die Mutena ist nur ein bisschen noch über mir. Da siehst du, wie beknackt unser Team war.
Also die Nostroshima habe ich ganz gut zusammengeschossen. Oh, haben wir zusammen gemacht. Ja. Du hast am Ende hast du den Rest allein hinbekommen. Ja, wie ein Feuerrad hauptsächlich. Aber es stört die Abfangchancen. Das ist echt hier kacke. Ja, habe ich das Ding so wenig Brandwahrscheinlichkeit? 9%, Alter, komm hier. Ich springe das Skill, geht ja gar nicht. Und hier noch. 1, 2, 3. Und hier noch hier und dann wieder zurück. Zack. So, da habe ich immer das geskillt. Ein bisschen mehr Leben noch habe. 30.000 geht ja. Ist schade, aber Vampire, hammergeiles Schiff. Feuerrate gut, was einzige Nachteil ist, ihr müsst viel auf Aufbauten ziehen. Aber 2,5 ist auch sehr guter Wert. Torpedos würde ich persönlich eher nicht drauf gehen. Ich würde persönlich noch Artillerie-Rohstoff gehen. Nee, Funkordnung. So hat man keine Artillerie-Rohstoff mehr. So, Artillerie-Rohstoff wieder auch noch mehr boosten. 5 Sekunden nach der Zeit. Wow, da würde ich auf 2,2 kommen. Cool. Das ist das Problem. Funkordnung? Der Inspekteur ist schon eigentlich Grundpflicht. Oder Artillerienrausch. Also eigentlich ist die Funkordnung viel geiler wieder. Da bleibt mir noch das übrig. Okay, Verbrauchsmaterial, wir würden noch länger gehen. Also würde ich wahrscheinlich das Ding noch skillen. Naja. Aber wie gesagt, Vampire, hammergeiles Schiff. Die Runde war leider nicht so wirklich geil. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber naja. Kann man dazu nichts sagen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss. Tschüss.